Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Maskenranking für euch und zwar habe ich hier 7 Masken, die ich bei Rossmann gekauft habe. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe fleißig getestet die letzten Wochen, Leute, und ja, ihr findet natürlich auch alle Masken in der Infobox verlinkt. Ihr findet sie auch im Rossmann selber, im Laden, und ich weiß gar nicht, wonach ich da gegangen bin, ob das so die waren, die mir entgegengehüpft sind. Ich glaube nämlich schon. Ich glaube, bei DM habe ich das so gemacht, dass ich quasi mir die online bestellt hatte und dann nach Beliebtheit halt sortiert hatte. Da kommt nämlich das nächste Video demnächst von, also... Ne? Wenn du Bock hast darauf dann und auch auf weiteren Beauty-Content, dann abonniere super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega freuen, dich auch in meiner kleinen, süßen Beauty-Community begrüßen zu dürfen. Und ich habe das Ganze auch schon mit Action-Masken gemacht. Das verlinke ich dir mal im i. Schau gerne mal vorbei. Da versuche ich genauso wie hier auch oder habe ich auch versucht, ausschließlich Masken zu nehmen, die jetzt nicht irgendwie limitiert waren oder so, sondern halt wirklich welche, die im Standardsortiment sind. Dass wenn man dann halt sich mal eine Maske gönnen möchte, um dann so einen Spa-Moment sich reinzuziehen, dass man auch weiß, was lohnt sich wirklich. Das sind jetzt nicht super teure Masken, die sind wirklich preislich auch vollkommen im Normalbereich, sage ich jetzt einfach mal. Aber trotzdem möchte man ja auch seiner Haut das Richtige in Anführungsstrichen gönnen. Wobei ich erstmal sagen muss, alle waren wirklich gut. Also da ist jetzt der 7. Platz, den ich euch als erstes zeigen werde, keine schlechte Maske. Ne? Aber trotzdem ist es der 7. Platz. Da habe ich von Selfie Project die Cleansing Sheet Mask Brave Panda. Das ist einmal diese hier. Und die war natürlich total niedlich, weil es ist eine Tuchmaske und dann siehst du aus wie ein Panda. Süß, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Hier haben wir als, ich sag mal, Leitwirkstoffe, die ich hier auch so gefunden habe in den Inhaltsstoffen. Ich glaube, Glykol ist das. Also ist das Glykolsäure? Weiß ich nicht. Aktivkohle haben wir hier mit dabei und Vitamin C. Also es soll ja auch wirklich eine eher reinigende Maske sein. Wahrscheinlich ist sie tatsächlich auch deswegen bei mir auf dem letzten Platz gelandet, weil ich halt eher so, wenn ich Masken verwende, feuchtigkeitsspendende oder beruhigende Masken lieber mag. Ne? Trotzdem fand ich die gut, aber halt 7. Platz. Ich fand den Duft sehr, sehr angenehm. Also das ist mir direkt in die Nase gekrochen und mir auch positiv in Erinnerung geblieben. Ich fand sie, wie gesagt, sehr, sehr süß als Panda in meinem Gesicht. Die Passform war echt gut. Ne? Also das ist auch nicht normal, beziehungsweise, wie soll ich das sagen? Ich bin eine große Frau, ich habe ein großes Gesicht. Ich bin halt ne, mit vielen Proportionen an meinem Körper etwas größer unterwegs. Und ja, deswegen war das dann tatsächlich so, dass ich mich darüber gefreut habe, dass die eine gute Passform hatte. Ich musste sogar die Stirn ein bisschen runterklappen, wobei das muss ich meistens machen. Ansonsten auch an den Seiten hat die gut abgeschlossen. Das war echt gut und sah, wie gesagt, halt einfach auch sehr passend aus. Ich fand auch, dass sie schön dünn war. Das hat man oft bei bedruckten Tuchmasken, dass die zu dick sind. Warum auch immer, wahrscheinlich, weil die das produktionstechnisch nicht anders hinbekommen, fand ich hier sehr, sehr angenehm. Einen Effekt habe ich leider nicht so sehr wahrgenommen. Das ist tatsächlich so. Also hier steht ja drauf, dass das Ganze Imperfektion reduzieren soll und halt auch wenn du irgendwelche Unreinheiten hast, dass es kontrolliert werden soll. Gut, ich hatte jetzt nicht irgendwelche krassen Pickel oder sowas, aber trotzdem. Das Positive ist definitiv, dass du hier diese 91% natürliche Inhaltsstoffe mit dabei hast und eine vegane Maske und dass das Vlies biologisch abbaubar ist. Das war schon sehr charmant, ne? Naja, ich habe nur so ein bisschen Feuchtigkeit gemerkt. Die ist aber auch sehr schnell eingezogen. Also im Prinzip ist das jetzt eigentlich eher eine Maske für... Es ist ein Gimmick. Oder wenn man halt eine Maske haben möchte, die einem einen frischen Kick gibt, legt euch die in den Kühlschrank, dann habt ihr auf jeden Fall ein bisschen Frische. Wobei ich euch da gleich eher eine andere empfehlen würde, die noch ein bisschen besser ist. Die hier habe ich auch angewendet. Die habe ich, glaube ich, heute Morgen sogar gemacht. Oder war das gestern Morgen? Die Zeiten verschwimmen miteinander und wir haben schon wieder 22:30 abends. Alterra Naturkosmetik habe ich hier nämlich mit reingenommen. Das zweite Sachet werde ich wahrscheinlich morgen früh machen. Das ist die Anti-Age Intensivfeuchtigkeitsmaske Q10 Bio-Orchidee für reife und anspruchsvolle Haut. Ja, vielen Dank. Ich fand sie einfach angenehm. Also das ist halt eine Crememaske. Ne? Wir haben hier zwei Sachets. Genau, ich habe die heute Morgen gemacht. Ich habe mir die aufgetragen zusammen mit meinen fantastischen Dalton-Augenpatches. Ich glaube, aktuell könnt ihr sogar mit Beauty Claudi 20% sparen bei Dalton. Wenn ihr möchtet, schaut da gerne vorbei. Das ist keine Drogerie-Hautpflege, die ist ein bisschen etwas hochpreisiger. Aber die hat wirklich meine Haut auch langfristig revolutioniert und mir auch eine sehr gute Haut bereitet, sodass ich überhaupt in der Lage bin, so viele unterschiedliche Sachen zu testen, weil ich dann auch immer wieder auf meine No-Brainer, hautberuhigenden, was auch immer Geschichten zurückgreifen kann, wenn irgendwie mal was daneben läuft, in Anführungsstrichen. Ne? Und genau, deswegen. Also
Dalton ist die Hautpflege meines Vertrauens. Das ist aber eher so Richtung Institutskosmetik, ne? Genau. Hier haben wir einen Duft, den ich nicht so mochte. Also diese Bio-Orchidee ist zwar alles fein und nett, aber ich mochte es geruchstechnisch nicht so gerne auf meinem Gesicht. Ich mochte die Konsistenz. Also das war halt reichhaltig, das hat man schon gespürt, aber jetzt nicht so fettig oder sowas. Also das war schon sehr, sehr nice. Und die Maske hat meine Haut beruhigt und belebt und ich fand sie super angenehm. Ich bin da einfach gut mit gefahren. Also das ist eine schöne Maske, wenn man halt einfach mal so ein belebendes Produkt benötigt, ne? Und ich verwende ja gerne zwischen, also wenn ich meine Zähne putze, also zwischen Gesicht waschen und Gesicht pflegen, gebe ich mir eine Crememaske auf und Tuchmasken verwende ich dann eher abends nach dem Duschen. Hier haben wir jetzt Leitwirkstoffe. Aus Sonnenblumenkern ist es so ein Samenöl, also Sonnenblumenkern. Samenöl, ne? Das ist dann ja auch in dem Sinne eine pflegende Geschichte, eine reichhaltige Geschichte. Kakaosamenbutter, Vitamin E, unser Freund Tocopherol nennt sich das übrigens, wenn ihr das in den Inhaltsstoffen sucht, ne? Und unser Q10, wenn man das sucht, heißt das Ubiquinone. Genau, das ist Q10. Und das ist natürlich der Hauptbestandteil oder der Hauptkaufgrund, sage ich mal, um sich diese hier zu holen. Und ich mag die. Also das ist eine schöne Maske, die ich mir wahrscheinlich auch öfters mal holen werde. Dann habe ich hier von Isana die Hydrogelmaske Power Hyaluron. Die würde ich euch empfehlen, wirklich im Sommer in den Kühlschrank zu packen, eben weil sie diese, ja, diese Konsistenz sowieso schon hergibt, dieses Gelige. Und ja, das fühlt sich ganz angenehm auf dem Gesicht an. Ich hatte die etwas anders in Erinnerung. Ich habe mich erstmal gefragt, muss das braun sein? Weil mein Gel, was da drin war, war einfach braun. Das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Die fand ich irgendwie auch ein bisschen zu klein und zu groß gleichzeitig. Also irgendwie fand ich die Passform merkwürdig für mein Gesicht. Die erinnerte mich von der Haptik her an die Dalton Augenpatches tatsächlich. Die hält mega gut, wie so ein Saugnapf. Also die fand ich echt gut auf der Haut und die hat auch wirklich eine schöne Feuchtigkeit gegeben. Ne? Also das mochte ich schon und das ist gerade für den Sommer, glaube ich, eine optimale Geschichte. Und hier haben wir jetzt Leitwirkstoffe Hyaluron, Aloe Vera und Allantoin drin. Also wirklich eine feuchtigkeitsspendende Sache, die auch die Haut beruhigen soll. Und das hat sie definitiv auch gemacht. Ich habe aber tatsächlich noch ein paar, die ich noch besser fand in meinem Ranking hier mit drin. Aber eine sehr schöne Maske, wie gesagt, jetzt im Sommer in den Kühlschrank, dann ist es richtig, richtig geil, wenn du vielleicht so ein draußen einen Tag verbracht hast, ne, im Garten warst, vielleicht auch in den Beeten warst, gearbeitet hast in den Beeten, Unkraut gezupft hast und so. Und dann freust du dich wie Bolle, dich dann schön mit deiner Tuchmaske erstmal hinzuchillen und dann fünf gerade sein zu lassen. Hier habe ich eine Maske, die ich sehr angenehm erstmal, also ich mag Luvos Heilerde einfach generell. Das ist so eine Marke, zu der ich auch generell sehr gerne greife, wenn ich so Unreinheiten habe. Und hier haben wir jetzt auch so eine Crememasken. Zweier-Sachet-Geschichte, und zwar die Anti-Stress-Maske für empfindliche Haut, naturreine Heilerde mit Goldkamille. Und ja, hier haben wir einmal die beiden Sachets, so sieht die Umverpackung aus. Ich fand, dass die Menge, je Sachet, ich habe beide aufgebraucht, perfekt passt. Also für meine Gesichtsgröße hat die perfekt gepasst. Ich hätte sie sehr wahrscheinlich auch ein bisschen dünner auftragen können und auch auf Hals, Dekolleté gegebenenfalls mit auftragen können. Das habe ich jetzt einfach nicht gemacht. Ne? Die trocknet nicht, was ich sehr positiv finde. Ansonsten hat man das manchmal bei Heilerdemasken, dass sie halt schnell stark trocknen und die Haut auch zu sehr austrocknen. Das kann ich aber bei meiner Haut nicht so gut gebrauchen. Aber Luvos Heilerde macht es eigentlich nicht. Also es bleibt nach wie vor pflegend auf der Haut, ne? Auch wenn es dann quasi die Rötungen minimiert und beruhigt und die Entzündung halt so ein bisschen rausnimmt und so. Also fand ich wirklich toll. Die nährt sogar, habe ich mir aufgeschrieben. Ich mag den Duft einfach von Luvos Heilerde. Die reinigt sogar etwas. Also ich hatte einen kleinen Pickel, der ist dadurch irgendwie weggegangen, was ich echt cool fand. Und ja, eigentlich ist es eine regenerierende Maske. Also sie regeneriert und beruhigt zu Rötungen neigende Haut, neutralisiert Stressfaktoren, stärkt die natürliche Hautbarriere. Also
Die kann ich euch voll empfehlen. Ja, Erste-Hilfe-Maßnahme zum Beispiel, wenn man die Periode hat oder so. Kommen wir zu Platz 3. Die fand ich auch wirklich überraschend gut. Juti-Augenpatches sind ja in letzter Zeit nicht mehr ganz so im Kommen, weil die ja auch irgendwie umformuliert wurden und brennen. Wohingegen ich jetzt so ein bisschen meine Passion für die Tuchmasken entdeckt habe. Und zwar ist das die Paradise Punch Tuchmaske mit tropischem Blumenmuster. Ja, fancy, ne? Auch hier haben wir dann halt so auf dem Vlies diese Blumen drauf gedruckt, aber das hat nicht an der Qualität ein Manko machen lassen, denn das Vlies war wirklich extrem gut. Das war nass, recht groß und anschmiegsam und das mag ich halt einfach bei Tuchmasken, ne? Wenn die sich meiner Gesichtsform anpassen, wenn die nicht runterflappen. Oh, ich erinnere mich so an meine Maskenwochen, die ich zu Anfang meiner YouTube-Zeit gemacht habe, wo ich, also ich konnte mich teilweise kaum bewegen, wenn ich so eine Tuchmaske drauf hatte, weil die so dick waren und so runterflappen wollten ständig, fand ich sehr unangenehm, weil ich verwende die, wie gesagt, nach dem Duschen immer und dann creme ich mich halt in der Zeit, wo die einwirkt, ein oder räume die Spülmaschine aus, ein, was auch immer, Hängewäsche auf, ne, also die muss schon was aushalten hier. Das Serum zieht recht schnell ein, das heißt, da war jetzt nichts irgendwie, was ich noch groß einarbeiten konnte oder so. Die Haut ist wirklich toll durchfeuchtet. Ich habe ihr drauf geschrieben, es geht auch mehr, das sehen wir ja gleich, aber trotzdem mochte ich die. Also Inhaltsstoffe, Allantoin, Hyaluronsäure, Niacinamide, Panthenol, also das ist schon eine schöne Kiste, ne? Wenn man seine Haut mit Feuchtigkeit versorgen möchte, sie beruhigen möchte und gleichzeitig Niacinamide, sprich auch wirklich Wirkstoffe in die Haut mit reinbringen möchte, die dann auch mit der Haut arbeiten. Niacinamide sind ja auch so ein bisschen gegen Unreinheiten da, dass wenn dann Rötungen da sind, dass die dadurch ein bisschen gemindert werden, entzündungshemmend, ne? Dann auch aufhellend bei Pickelmalen oder bei Pigmentflecken. Die mochte ich schon. Also das wäre auch eine Maske, die ich euch empfehlen würde, euch einfach mal anzugucken. Ich muss mir auch noch mal die anderen Masken intensiver angucken. Ich glaube, da gibt es auch noch so eine Art Schlumpfmaske, also die komplett blau ist. Ich glaube, die habe ich sogar bei meinen DM-Masken mit dabei. Mal gucken. Platz 2, Leute. Also die wusste ich aber, dass die gut ist. Von Garnier ist es die Nutribomb pflegende Milchtuchmaske. Intensive Pflege und Revitalisierung mit Hyaluronsäure und Kokosmilch. Mm. Oh, die ist einfach toll. Die hat halt einfach auch diese milchige Serumgeschichte mit da drin. Und das hat schon direkt für mich diesen Effekt, dass ich halt denke, okay, da kommt gleich richtig Kabitjes. Vorher gebe ich mir auch immer einen Toner auf, bevor ich mir eine Tuchmaske drauf gebe. Da habe ich ja aktuell auch von Balea den Milky Toner in Anwendung. Und dann halt diese Milky Tuchmaske drüber. Oh, das war Spa. Das war richtig schön. Und das Vlies fand ich eher so, naja, habe ich mir aufgeschrieben. Das Serum war halt milchig, das mag ich. Ja, reicht. Was reicht für den Oberkörper? Achso, das Serum. Das milchige Serum reicht für den Oberkörper. Genau, weil das hast du hier auch noch mit dabei. Ne? Theoretisch kannst du dir auch die Maske zusammenfalten, wieder reinpacken, am nächsten Tag nochmal verwenden, dass sie dann halt quasi nochmal neu vollgesogen ist mit dem Serum. Ja, ich fand sie halt super angenehm. Genährte Haut hatte ich danach. Dann habe ich die sogar mit dem PMD Rose Quartz Roller einmassieren können. Das liebe ich ja immer, wenn ich das kann. Habe ich richtig schön eingearbeitet. Fand das Ergebnis nach wie vor, wow, ich liebe es einfach. Leider haben wir hier nur wenige Wirkstoffe drin, das heißt, es ist halt eher so eine Maske, die man eher für feuchtigkeitsbedürftige Haut verwendet, ne? Also, dass man, wenn man halt diese Nährung braucht, wenn man einfach eine gestresste Haut hat, die irgendwie eskaliert ist oder so, oder eine super trockene Haut oder halt nach dem Sonnenbaden oder wie auch immer, ist das einfach eine schöne Sache, gerade jetzt aus dem Kühlschrank, denn hier haben wir wirklich nur das an Wirkstoffen drauf, was vorne drin, was vorne drauf steht, nämlich dass die Hyaluronsäure und die Kokosmilch, ansonsten hast du hier nicht viel anderes mit dabei. Dafür ist halt aber auch die Inhaltsstoffliste relativ kurz, ne? Genau, eine schöne Maske, die definitiv verdient auf Platz Nummer 2 gelandet ist und die Garnier-Tuchmasken sind halt nach wie vor immer auch eine große Empfehlung von meiner Warte aus. Dann habe ich hier noch etwas, ich liebe ja Vitamin C, ne? Die habe ich trotzdem aber am Abend gemacht, weil ich, eigentlich bin ich ja eher morgens für Vitamin C, weil da möchte ich ja gerne den Glow haben, so hat mein Kissen da auch den halben Tag was von gesehen und den anderen halben Tag war ich halt draußen. von Shams, die Vitamin C Tuchmaske, die kannte ich vorher auch schon und ich finde sie so gut. Die ist ein Energy Booster, milder Trockenheitsfältchen mit Vitamin C, Vitamin B3, also Niacinamiden und Hyaluronsäure. Absolut mega. Absolut mega, wenn ihr die noch nie ausprobiert habt. Holt sie euch, die gibt es auch in der Hyaluron-Variante. Aber ne, Vitamin C ist jetzt für mich persönlich richtig geil, weil ich stehe auf Glow, ich stehe auf Strahlkraft. Die hat ein großes, nasses, anschmiegsames Vlies. Ich liebe die Fliese, die Shams in diesen Tuchmasken drin hat. Ne? Fühlt sich angenehm,
beim Tragen an. Ach so, ja, das ist sehr, sehr leicht, sehr, sehr schön. Okay, Serum zieht direkt ein. Ja, das ist schade. Gerne noch weiter einarbeiten Möglichkeiten, aber ne, trotzdem hat es ja seinen Effekt gegeben. Es hat ein beruhigtes Hautgefühl gegeben. Die Haut hat gestrahlt und richtig gut danach ausgesehen. Ihr seht es ja im Einspieler, ne? Und ich habe mit drin Glycerin, Niacinamide, Allantoin, jedenfalls habe ich das gefunden, Hyaluronsäure habe ich gefunden, Vitamin C habe ich gefunden, also im Prinzip alles, was hier vorne auch draufsteht, ist drin. Plus Allantoin ist auch noch mit dabei und Glycerin, das sind halt auch wirklich so beruhigende und pflegende Inhaltsstoffe, ne? Genau, also für mich die Top-Tuchmaske, die man bei Rossmann oder generell die Top-Maske, die man bei Rossmann kaufen kann. Mega Empfehlung von meiner Warte. Hier steht es nämlich auch hinten sogar drauf. Nummer 1 Deutschlands meistverkaufte Gesichtspflegemarke. Ne? Schäbens ist halt einfach ein Staple. Ne? Also die haben es auch wirklich drauf, was Masken angeht. Die haben es drauf, was Gesichtspflege angeht. Wobei ich da sagen muss, oh guck mal, da ist sogar das Tuch biologisch abbaubar, das ist auch sehr freundlich. Die Gesichtspflege an und für sich bin ich nicht ganz so Fan von, aber die Tuchmasken, Leute, wenn man halt den Momenteffekt haben möchte und das gibt's dadurch, das finde ich toll. Also ich hoffe, dass ich euch hier vielleicht ein bisschen Inspiration geben konnte, ein bisschen weiterhelfen konnte, dass man halt, wenn man im Rossmann schaut und sich da umguckt, auch bei den Tuchmasken, jetzt einfach für sich weiß, was vielleicht lohnenswert sein könnte, wenn man genauso wie ich eine trockene, sensible Haut hat und vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Feuchtigkeit haben möchte, seine Haut beruhigen möchte und etwas mehr Glow haben möchte, dann ne, ist das hier mein Ranking und wie gesagt, alle sind in der Infobox verlinkt. Denkt an mich, wenn ihr beim nächsten Mal beim Rossmann seid, denkt bei eurem nächsten Rossmann-Besuch an mich. So. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure liebsten Rossmann-Tuchmasken oder Rossmann-Masken generell in die Kommentare rein. Da können wir uns mal gegenseitig inspirieren und austauschen. Und dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.